Ich habe das in der Mittelstufe gehört, Leute. Das war versteckt, weil damals musst du noch... Ja, warte, Leute, erstmal mach Intro, komm. Oh. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ist schon auf Aufnahme. Es ist auf Aufnahme. Komm. Mein Name ist Megan Rivanna, neben mir ist der liebe Mason und auf der anderen Seite der John. Und heute ist das wievielte Türchen? Das siebte Türchen. Siebte Türchen. Und wer versteckt sich hinter dem Türchen? Warte mal, Mason, du darfst diesmal imaginär die Tür zeichnen und Megan macht's dann auf. Ich springe aus der Tür. Was war das hier noch bitte ein Schloss. So schlecht. Was war das bitte? Mach die auf einfach. Ein Dreieck einfach. Das war ein Viereck. Die Studierer-Architektur. Ich weiß, wie es geht. Wow. Was ist das für ein Aufmachen, bitte? Das ist Wilder Westen, diese Klapptüre, oder was? Ja. Wie so ein Kuckuck, die guckt so raus. Aus okay, genug gelacht. Also. Wir reacten heute auf Crow. Easy. Easy. Easy, Sunny. Ah. Aber genug. Ah, das war ein Legendensong. Ja. Das war wirklich Legendensong. Das war das Ding guck nach mal. Echo Fresh, was durch die Decke ging. Das Traurige ist, guck mal, wie einfach, wie Crow, wie fortgeschritten der hat. Aber also, der war seiner Zeit gemacht. So krass yeah. voraus, dass er damals das Ganze unter einem anderen Genre einkategorieren yeah. musste, sonst hätte er noch mehr Hate kassiert, als er sowieso kassiert hat. Weißt du, damals ich mein, war Rap richtig aktiv. Aber weißt du? Damals waren die richtig gerade. Wurde gehatet? Das war, ich glaube, das war der Zeit, wo sowieso Justin Bieber auch noch von allen gehatet wurde. Relativ, ja. Ja. Und ja, dann kam so ein Crow um die Ecke. Aber warte, wurde der wirklich gehatet? Ey, wurde tot gehatet. Der arme Junge. Unter uns? Die haben den gehasst. Unter uns, wir haben den geliebt. Alle geliebt. Ja, die also, wir haben den geliebt. So wir. Ja. Nein, ich hab den heimlich gehört. Nee, nicht. Ich hab den auch heimlich gehört. Der wusste so ja, überhaupt was. Du konntest nicht deinen Freunden sagen, dass du Crow bist. Ja, aber insgeheim so, Daddy. Ich glaube, das haben viele auch gemacht. Ich nein. Ich weiß auch einmal auf Klassenfahrt. Ich hatte so eine Phase, wo ich voll hard Crow gehört hab. Oha. Und so ein anderer Freund hat zu einem Freund gepetzt einfach. Was? Und dann dachte, wir haben einfach nicht gesprochen. Einfach weil der sauer war, dass ich Crow gehört habe. Ich schwöre dir. Wie dumm. Mittelstufe, ich sag's später. Nein, ich wollte damit ausdrücken, ich habe mit meinen Freunden die ganze Zeit Crow gehört. Alle. Ja, du alle, bist auch eine Frau. Nein, ja, das wollte ich nur noch mal damit ausdrücken. Wir haben es alle gefeiert. Das war die Sache, Crow. Als Mann ging das nicht damals. Der war beliebt ja, bei als uns. Als Mann musste einfach. Musste das Ghetto sein. Es ging nicht anders. Es gab diese Crow-Rapper nicht. Auch auf einmal du, auch mit einem Panda-Maske. Auch wenn du ein super ey, Leben hattest. Ey, aber das war schlau. Ey, ich kann mich noch erinnern, ja, das glaub, war auf bravo.de, wo das so, da war so ein Bild so, ja, deck seine Maske auf. Ja, da ich weiß. Man sein, das, sorry. Ich meine, du hattest ein super Leben. Deine Mutter hat dir 1 Euro mit zur Schule gegeben. Du hattest eine Brotbox. Die hat dir Gute-Nacht-Kuss gegeben. Aber trotzdem musstest du Ghetto sein und durftest keinen Crow hören. Gott, das war so hart. Leben, ich schwör dir. Okay. Ja, sorry, da musst aber du heute, raus, heute ist es akzeptabel, die zu hören und das Lied ja. ist Legende. Heute, aus heutiger Sicht, ist Crow mehr Hip-Hop als alle anderen. Gefühlt als alle anderen Mainstream-Rapper. Aber warte mal, war das eigentlich Autotune, was er gemacht hat? Oder war das nur sein Gesang? Ja, ich weiß es bis heute nicht, mal ehrlich sein. Jetzt reacten wir gleich drauf. Jetzt reacten wir drauf. Lass mal abspielen. Ey, aus heutiger Sicht, übelst interessant jetzt, das sich nochmal anzuhören. Ich hab das so lange nicht mehr gehört. Ja, Mann. Okay, dann Reaction an. Yes. Yes. Reaction, die Reaction. Vor allem das Musikvideo. Das ist, auch ist gut gemacht worden. Richtig geil. Ist Charlie? War Charlie Harper an der Wand? Oh, wenn ich das noch... Ey, warte, sorry, ich muss das erzählen. Weißt du, wer das ist? Nein. Das ist... Irgendwas. K1 hatte mit dir irgendeine Story, ja? Yeah? Irgendwas echt? War. Ich weiß nicht, ob die Story gelogen ist, weil die hat Shindy erzählt. Guck mal, irgendwas war da mit der Gott, und K1. Ja, das sieht man warte trotzdem. Mal, ich bin gerade voll gehypt, gib mal die Teekanne. Guck mal. Achso. Schatz, gib mir die Teekanne. Mich sieht man in jedem Video, wenn ich den mache. Ja, aber ich hab und jedes Mal sagst du, komm näher. Ist ich bin immer Angst. Zu sehen. Ja, deine Angst regt dich jetzt weg. Ja, mach. Okay, guck mal. React. Komm, react auf den Tee. Okay, jedenfalls, guck mal. Irgendwas soll damit K1 der gewesen sein, gell? Mhm. Und die ist irgendwann, hat sich halt irgendwann verpisst, so. Ja, die von K1. Und
dann war die halt im Musikvideo von Dings zu sehen, von jetzt Crow. Oh. Und K-Bone war deswegen pissig. Ja, ja, und deswegen sollte dann Shindy im Song mit K-Bone Crow dissen. So ist zumindest von Shindy erzählt worden. Der hat ja in irgendeinem Song hat der Fahrt und Crow gedisst. Ist passiert oder es sollte? Er hat's gemacht, er hat die gedisst. Oh, wenn, dann ist es voll lächerlich. Ja, okay. Also zumindest sind die Worte von Shindy. Ob die Story war, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, okay, die waren aber auch jung und ganz ehrlich. Ja, okay, lass jung mal und dumm. Okay, ganz leicht zurück. Ah, ich wollte mit Crow und das Genie anfangen. Fuck. Ja, ist es Charlie? So. Lass doch einfach abspielen, Mann. Nein, ich will den... Crow, das Genie. Denn er flaut wieder wie dieser Hover. Außer dem Bau, der die Beats hat. Easy, easy, easy. Crazy und scheiß auf den AC, denn ich häng ab mit Rockstars genauso wie AC. Ja, aber das ist so guck mal, geil. Unglaublich, ja. Guck mal, AC, DC. Dieses Easy-Ding hat er so gut gemacht. Geil gemacht, ja. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum die ein Musikvideo haben, die untere. Warum ich kann bis heute. Sieht doch aus wie die Sis von Dion. Easy. Tut mir leid, das war nicht so gemeint. Kannst du mir nochmal verzeihen? Kina! Ja, ey, irgendwie, ich weiß nicht, ja! Aber das war so ein Ohr. Ich kann gar nicht. Das ist auch von vorbei. Guck mal, wie gut! Ja, wirklich gut. Da soll, wirklich, wirklich gut. Da soll mir irgendein Sippi sagen, das wäre nicht gut gerappt, ey. Das und ist auch von der Melodie. Das, ja. Und die Reime sind auch auf einem Top-Level. Krass, dass er das gemacht hat, Digga. Ja, Mann. Stopp mal. Aber hier müsste der Kalisti noch sagen. Geil, dass der selber nicht das rappt, sondern einfach so eine Frau dahin stellt. Ja, übertrieben gutes Konzept. Richtig. Und weißt du, das ist so ein bisschen Storytelling. Ein bisschen. Ja. Aber so mit Humorbasis. Ja, und das hat einfach eine Leben... Das spiegelt so eine Momentaufnahme so ein bisschen wieder. Weißt du, was ich meine? Siehst du gleich. Damals hatten die voll oft solche Videos, wo einfach so, wo die rausgegangen sind und Fahrrad gefahren haben. Siehst du gleich. Das war voll oft früher so. Diese Steine hatten diese Videos. Stimmt, ja. Das kann ich schon. Hier konnte ich die dann nicht mehr ernst nehmen. Warum? Hier finde ich die voll komisch. Was? Er wird? Heute kann man noch Yeezys drauf rein. Warte. Ist das normal? Stimmt. Mach Beatbox. Guck mal, das war diese Standard, diese Lebenssituation. Guck mal, Momentaufnahme. Ja, das stimmt. Einfach positiv. Positiv. Deswegen ist Crow auch durch die Decke gegangen. Ja, weil der im Vergleich zu dem anderen Rappern einfach mal positiv war. Ja, kein stimmt. Der stehen da, bespaller den, Straße, gar nicht, und ich hab auch gesagt, das war vor allem bei Frauen beliebt. Junge, das ist wie gesagt 2000, weil was haben wir gesagt? 12 haben wir gesagt. Ja. 12, Junge. Da war tot. Da war meine Farid Bang Zeit. Da war Farid Bang gerade mit Aslan Massaker Kurt 2 und so. Das war richtig diese Straße, diese dreckige Straße. Das ist Straße. Gosse. Das ist ekelhaft, was damals lief. Der hat sich einfach und die perfekte Zeit ausgesucht. Ja, einfach komplett wie alle anderen gewesen. Und das war sein Geheimnis. Guck mal, jetzt und nochmal. Die Maske. Nochmal, und die Maske. Nochmal ein anderer Gedanke. Stell dir vor, der Song heute. Der wird durch die Decke gehen. Ja, safe. Der wird so safe durch die Decke gehen. Ja, gell? Ja, auf jeden Fall. Wobei, entweder das oder, das hört sich traurig an, oder untergehen. Weil es gibt viele Songs, die inzwischen so sind. Aber so schön. Ein so ein schönes Konzept. Ja, ja, klar. Und so schöne Melodie. Das sage ich nicht. Es ist einfach perfekt, dieses Video und das Lied. Das, aber ich meine ja nur, es könnte... Und das ist, sorry. Es gibt vergleichbare Lieder. Ja, da hast du recht. Ich finde auch, das ist auch eines dieser Lieder, wo du nichts dran verändern darfst. Das ist einfach so. Ich wusste, dass du es jetzt sagst. Ja, muss. Was hast du gesagt? Bruno Mars. Bruno Mars hat auch diese Lieder. Ey, Bruno Mars, jedes Lied. Okay, react jetzt nicht auf Bruno Mars. Der Typ ist genial. Ich schwöre. Okay. Okay. Das heißt? ASMR. ASMR. Weiter.
Samara Moore. Oh mein Gott, nicht Samara. Ich bin so gleich fertig. Ich kann die echt nicht ernst nehmen. Aber guck mal, das ist auch ich kann voll die ganze Truppe nicht ernst nehmen. Low quality. Ja, ey, und damals fing es auch diese Hipster-Scheiße an. Ich glaube, ich sagen würde, damals war dieses Hipster-Ding gerade rein. Ist hingekommen mit diesen Mützen da und tralala. Das war die Zeit. Stimmt, mit diesem bunte ja. Uhr. Und dann sind. Ah, Eisbahn! Ja, ich muss da mal rein! Eisbahn! Ich bin mein Leben! Diese Uhr war so hässlich! Einfach jeder hat die getragen! Ja. Oh Mann, das war so dumm! Ja! Hattet ihr sowas? Zum Glück ich nicht! Ich wollte, aber ich hab diesen nicht Trend nie ich gemocht, ey! Ich war schon immer anti-Mainstream, deswegen. Ja, ja, und Icewatch, guck mal, das ist einfach nur so ein gelber Fleck auf deiner Hand. Heutzutage ist das würde keiner mehr tragen! Heutzutage ist es die Rollie, die jeder tragen muss! Aber ich muss schon sagen, ich fand die Weißen ziemlich cool! Boah, ja, weiß ist, cool. Liegt aber auch an der Farbe, weiß ist immer ja, nice. Ja, das war so schön. Weiß ist nice. Ja. Na, Metall, Leute, Metall. Nee, Geist ist geil. Wo flexen jetzt mit Uhr? Flex, flex, Jacky Cola, flex. Nein. Du fragst mich nach dem Preis. Krass, das macht gerade so eine Runde, das von dir und das von ihr. Oh ja, stimmt. Und da hast du? Meiner ist irgendwo hindreht. Der hat gar nichts. Der hat sich selbst gekauft. Ja, okay, dann zieh ich jetzt gleich mal. Also, was sagt ihr abschließende Worte zu Crow? Genial, ich hab ihn schon damals gefeiert. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass der existiert und dass der Deutschrap auch in so eine Richtung damals zumindest als Pionier hingeleitet hat. So. Der Arme, er war mit unter der mit dem größten Einfluss, was Deutschrap angeht. Und was für Wow, oder wie hat er Ray Orb? Was für Ray Orb? Ja, okay, das wird nicht etabliert, aber ja, es war damals war es groß, dieses Wort. Es ist einfach Rap. Ja, es ist, ja. 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 Ganz einfach. Nochmal ja. Ja, aber es ist halt Rap, sorry. Ja. Ja. Okay, das waren die abschließenden Worte, Leute. Crow and Genie. Das waren sie. Das waren sie. Also. Vielen Dank fürs Anschauen. Warte mal, nee, mich würde auch interessieren, Leute, zu der Zeit, als ihr diesen Song gehört habt, habt ihr euch auch dafür geschämt? Ey, das wäre. Weil einer der Kommentare oder einer der Leute, die darunter kommentiert haben, ich glaube, das war Sorry, du Model, oder nee? Bester Mann. Nein. Nee, das war Dennis. Dennis, oh, ich schreibe mit dem so viel. Killer, der Typ. Guck mal, der schreibt so drunter so, krass, dass ihr sowas auch nicht peinlich findet, ne? Über so diepe Songs. Und ich finde das geil, Leute. Oh, ich weiß gerade nicht, welcher Song das war. Das war, glaube ich, bei Dings, Mojob, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, ich finde das geil, dass Leute auch jetzt aus sich rauskommen und auch dazu stehen können, dass die auch so Sachen gefeiert haben. Weil ich finde das richtig geil. Und Leute, wenn ihr auch Crow gehört habt zu der damaligen Zeit, hey, schreibt es unter den Kommentaren. Ja, Mann, reactet mal eure Kommentare unter der Kommentarspalte. Und ansonsten, ihr wisst Bescheid, abonnieren, Instagram, Schwester blendet wie immer alles und ein. Und gib mal eine Reaction zu unserer Reaction ab. Ja, bitte. Ja, Mann, in die Kommentare, reactet auf die Reaction. Exception. Oh okay. Shit. Mach mal Dings jetzt. Und die Tür bleibt vielen offen. Vielen Dank fürs Anschauen, meine Freunde. Wir sind die Ravennas. Instagram und YouTube natürlich wie immer unten eingeblendet. Immer. Wir sehen uns morgen. Goodbye. Um 20 Uhr. Um 20 Uhr. 20 Uhr wie immer.